Moin, moin Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, hier bei mir auf dem Kanal, bei Don. Und wir sind natürlich wieder im LS22 bei der sogenannten Map-Mod-Begutachtung. Ja, das freut mich, dass ihr das Projekt so toll unterstützt und auch wieder den einen oder anderen Kommentar reinschreibt. Guckt ihr mal jenes an, guckt ihr mal das an. Das freut mich mega. Heute will ich euch eine Map vorstellen, die auch an dem Tag, wo ich hier aufnehme, rausgekommen ist, und zwar am 19.8. Die Map ist, na, ihr habt es mit Sicherheit schon gelesen, Iowa Plains View. Das ist eine Map, die basiert auf dem Bundesstaat Iowa, aber ist eine fiktive US-Map, wenn man es so nimmt. Ich kann ja mal ein paar Eckdaten durchgehen mit euch hier für die Map. Sorry fürs Gespeichere. Also, die Map quadratisch praktisch gut. Ist tatsächlich nur dieser Bereich hier. Und die Felder drumherum ist angelegt. Aber da könnt ihr nicht hin. Ja, aber es ist eben zur Weitsicht ganz schön gemacht. Oder gut gemacht. Okay. So, dann habt ihr jede Menge Felder. Und zwar, wie gesagt, das ist eine fiktive US-Map. Das Ganze ist aufgebaut mit 30 Feldern, von klein bis groß. Das seht ihr ja selber. Dann habt ihr zwei kleine Forstgebiete. Also ausdeklarierte Forstgebiete. Es gibt Sammelstücke auf der Map, es gibt eine BGA, KI-Verkehr ist eingeschaltet, Fußgänger sind da. Dann habt ihr als Produktion eine Molkerei, ein Sägewerk, ein Tischler, Bäckerei, Ölpflanzen oder eine Ölmühle, sagen wir mal so. Zuckerfabrik habt ihr. Und was ihr auf der Map noch dazu habt, das ist, dass ihr auf der Map verbaut zwei sogenannte Wassermühlen habt. Was ich ganz schön finde, diese Wassermühlen könnt ihr unter anderem auch mit Mais befüllen und dann bekommt ihr Maismehl daraus. Ja, dann könnt ihr Maisbrot bei der Bäckerei herstellen und ihr habt eine Popcornfabrik hier auf der Map. Finde ich ganz witzig. Verkaufsstellen habt ihr natürlich auch jede Menge. Könnt ihr im Einzelnen euch aber auch gerne selber angucken. So, das Ganze fängt an hier mit eurem Hof. Ihr startet letzten Endes mit einem fertigen Hof. Hier habt ihr euer Haus. Das ist ganz schön gemacht hier so. Und letzten Endes beurteile ich jetzt US-Style, muss er auch US-Style gehalten haben. Und im Moment, was ich so sehe, ist es so. Von eurem Haus geht er hinten auf euren Betriebshof. Dann habt ihr hier eine Werkstatt. Dann habt ihr hier Unterstellmöglichkeiten, natürlich mit Startfahrzeuge. Was ich gut gemacht finde, ist, er hat hier ein Silo von dieser Halle gemacht. Hier ist auch nochmal eine Unterstellmöglichkeit. Hier steht übrigens euer Drescher drin. Gut gemacht, das Schneidwerk außen dran. Würde ich genauso machen. Und das ist das Silo. Und hier könnt ihr unterfahren und auskippen. Finde ich gut. Finde ich toll gemacht. Hier habt ihr natürlich auch noch ein Silo. Groß genug sollte es sein. Ist halt wie in den USA. Da geht immer alles ein bisschen Stücken größer. Dann könnt ihr hier hochfahren. Dann habt ihr hier über die Straße hinweg im zweiten Teil, hier habt ihr euren Kuhstall. Hier habt ihr ein Heulager. Hier habt ihr so ein kleines Silo. Dann habt ihr hier noch eine Unterstellmöglichkeit. Hier habt ihr weitere Startfahrzeuge. Und jetzt kommen wir zu dem Ding, was ich richtig gut finde. Schweinestall. Ja, Schweinestall in einer Größenordnung, wo ich sage, jo, das ist US-like, da kannst du was mit anfangen. Okay. Gut gemacht.
Straße, alles easy, US. Passt. Hühnchen habt ihr hier übrigens auch. Gut, das war euer Hofbetrieb hier oben rechts in der Ecke. Muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich nicht schlecht. Dann habt ihr hier so einen Fluss mit einem See. Finde ich auch gut. Sehr zentral in der Map. Wahrscheinlich ist das hier das fruchtbarste Stück. Guckt euch mal die Formen an. Jetzt wisst ihr, warum ich auf Fruchtbarkeit komme. Ah, mehr sage ich dazu nicht. Ich finde es toll gemacht. So, dann sind wir nämlich hier an der Wassermühle. Hier habt ihr so ein kleines Gebäude. Hier habt ihr Betriebsgebäude. Und hier habt ihr die Wassermühle. Hier könnt ihr das reinkippen. Und so sieht die Wassermühle aus. Finde ich toll gemacht. Und wir haben fließendes Gewässer. Gut, Junge. Hast du wirklich toll umgesetzt. Nicht nur einfach stehendes Gewässer, sondern fließendes Gewässer. Passend zur Wassermühle. Sehr nice. Brücke mit Absperrgitter. Gut gemacht. Dann habt ihr hier den kleinen See mit Bötchen. Autos, die einfach hier stehen, weil die Leute, die hier auch lang spazieren, ja, einfach hier am See ein bisschen relaxen. Kleiner Steg. Hier in der Spielplatz darf natürlich auch nicht ungeachtet sein. So, und dann habt ihr hier wieder Felder. Und wie gesagt, Felder, groß und klein, alles, was das Herz begehrt. Dann springen wir hier mal zur Tankstelle. Tankstelle, bin ich ganz ehrlich, ist eine vernünftige Tankstelle. So wie es auszusehen hat. Dann habt ihr hier ein Restaurant. Gut gemacht, schön umgesetzt. Und dann könnt ihr hier weiterlaufen. Boah, ist euch auch so warm? Also mir ist extrem warm, sorry. Bin am Mikrofon hängen geblieben. Ihr habt ja so einen ausgetrockneten kleinen Bach. Achso, finde ich, ja, ein bisschen matschig ist es. Finde ich übrigens gut, am Straßenrand die Gräben, ja, so dass die Straße erhöht ist. Das ist tatsächlich US-like. Sehr gut gemacht. Und hier habt ihr so ein Gelände. Das war wohl mal ein alter Hof. Schön umgesetzt. Baustelle. Jetzt müsste man noch die Möglichkeit haben, das Gelände zu kaufen. Ihr habt auch die Möglichkeit, das Gelände zu kaufen. Und ich würde das mal machen. Jetzt die große Frage. Ist es nicht aufgeräumt? Ihr habt es gekauft, aber es ist nicht aufgeräumt. Ihr könnt es also nicht nutzen, außer dass ihr hier eben die Wiese nutzen könnt. Ja? Klar, das ist logisch. Das ist jetzt euer Land. Und dann könnt ihr das auch nutzen. So, ich denke, zu den einzelnen Punkten brauchen wir hier gar nicht großartig drauf eingehen. Zuckerfabrik ist eine kleine, finde ich gut. Alles schön im Stil gehalten als Industriegebiet. Finde ich nicht schlecht gemacht. Hier gibt es auch eine Highschool. Also ich denke, dass das eine Schule sein soll. Haben wir hier ein Schild. Nicht schlecht, ne? Ohne vorher zu wissen. Aber das ist eben der Wiedererkennungswert und der kommt ganz gut rüber. Und von daher sage ich, toll gemacht. Hier hinten auch mit den Häusern, das kleine Dorf. Das hat Flair. Gut gemacht. Mit den Wegen auch hier. Das sind so Kleinigkeiten, Leute. Worauf ich darauf achte, wo viele sagen würden, ah, ist unwichtig. Nein, ist wichtig. So, Sägewerk habt ihr hier auch. Weil ihr könnt ja auch ein bisschen Forst machen. Und dann habt ihr hier wieder schön Gewässer. Und dann habt ihr Feldwege. Und wenn ihr jetzt sagt, das ist auch nur hingeklatschte Textatur, dann normalerweise regst du dich doch immer über sowas auf. Nee, nee, nee. Jetzt guckt mal bitte genau hin. Hier in der Mitte ist Beton. Und rechts und links ist der Beton schon abgebröckelt und natürlich dann Schotter. Ja, so kann ein Weg auch aussehen. Und dann ist es für mich auch völlig okay, dass das eben so ist. Wenn ich sage, ich mag diese hingeklatschten Wege nicht, ja, dann rede ich von Wegen. So, und weil ihr mir ja immer
denkt, ich erzähle immer nur Blödsinn oder Quatsch, was ich meine. Machen wir das doch einfach mal. Sprengt wieder den Rahmen von dem Video, aber wir kaufen jetzt das Land hier hinten. Dann hüpfe ich mit euch da jetzt hin. Übrigens, hier könnt ihr den Zug auch mieten. Ja, der kommt hier um die Ecke. Das ist die BGA. BGA, gut gemacht. Hier habt ihr ein Silo drin. Ihr müsst die kaufen, um die zu nutzen. Aber jetzt guckt doch mal, wenn ihr um die BGA, guckt doch mal, wie einfach das ist. Wie einfach löst man sowas, damit man eine BGA befahren kann. Easy, oder? Also ich finde es geil gemacht. Der Zug war da. Sehr schön. So, wo hat man das Land gekauft? Hier, ne? Links. So, hier. Und jetzt zeige ich euch das, was ich meine. Moment. So, jetzt aufpassen. Wir sind genau in dem temporären Malen drin. Ja, und ihr kennt das. Ihr könnt dann euren Pinsel vergrößern. So, und jetzt kommt einer und sagt, oh, hier, ich mache jetzt hier, aber von der Straße mache ich jetzt aber mal einen Feldweg. Ja, und dann macht man das so. Und dann klatscht man das hier hin. Und dann geht das hier wieder raus. Okay. Und jetzt sagt ihr mir mal, dass das hier ein Feldweg ist. Ja. Das sieht doch nicht nach Feldweg aus. Ja, das ist einfach nur hingeklatschte Textatur. Das hat doch mit Feldweg nichts zu tun. Wollte ich nochmal eben einwerfen. Gut. Aber jetzt kommen wir mal weiter. Achso, das haben wir eigentlich. Wir haben eigentlich schon. Das meiste haben wir uns schon angeguckt. Getreidesilo habt ihr hier. Ihr könnt da eben auch den Zug mieten und Dinge verkaufen. Finde ich auch gut. Schön gemacht. Natürlich riesig, wie das in den USA eben so sein soll. Dann habt ihr hier euren Viehhandel. Gut gemacht. Ja, so sieht ein US-Viehhandel aus. Hoch. Das ist alles völlig okay. Ist auch nicht hingeklatscht. Ihr seht hier so ein bisschen die Abgrenzung. In der Mitte eben der Betonweg. Oh, hier hätte man auch Schilder hinstellen können. Achtung, Zug oder ein Zugübergang. Ne? Also hier Ding, 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 Ding. So wie wir es da hinten hatten. Ein Bahnübergang. Danke, dass ich da auch noch drauf komme. Ja, Leute, was soll ich sagen? Mehr können wir uns hier im Moment, glaube ich, nicht angucken. Jackson Farm, da ist ein Verkaufspunkt. Das haben wir uns angeguckt. BGA haben wir uns angeguckt. Sehr schön. Dann springe ich nicht in die Werkstatt, sondern ich springe hier zum Silo. Also, zurück wieder auf unserem Hof. Und dann würde ich sagen, abschließend mein Fazit. Würdest du diese Map spielen, Don? Ja. Aber es ist für mich eine Map, die auch für Großfahrzeuge ausgelegt ist. Was ich okay finde. Das ist aber nicht meine Spielweise ist. Sondern ich mag es lieber kleinen Oldtimer-Schlepper oder ältere Schlepper und so weiter und so fort. Aber von der Optik her, ja, ich würde sie spielen. Ich würde mitspielen. Ja, wenn man hier zu zweit oder zu dritt auf der Karte rumwirtschaftet, das geht sogar sehr gut. Man hat Platz für große Fahrzeuge. Man kann auch mal 3, 4 Drescher nebeneinander fahren lassen. Na, wenn ihr alleine seht, im Kauf dieses Feld hat fast 25 Hektar. Sowas macht man dann auch gerne mal zu zweit. Diese Map kann man auch sehr gut alleine natürlich mit Autodrive und Courseplay fahren. Gar keine Frage. Ja. Optisch hat er den Nagel auf den Kopf getroffen. Er hat eine US-Map vorgegeben und genau so läuft das. Ja. So muss das sein. Finde ich gut. Daumen nach oben. Ja, ich würde hier mitspielen. Ja, ich würde es spielen. Okay? Mehr brauche ich da eigentlich nicht so zu sagen. Alles stimmig, alles passt. Und ich würde sagen, die Begutachtung
hast du damit bestanden. Wie in der Schule. Ja, Leute, das soll es auch schon gewesen sein von mir. Über diese Map. Und ich denke, ihr seht das genauso. Für alle, die die Map zocken wollen. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit der Map. Und kriegt ihr natürlich beim Mod-Hub. Gar keine Frage. Ich würde nichts anderes vorstellen, was ihr nicht einfach laden könnt. Ne? Alles andere beim nächsten Mal. Ich sage schönen Dank fürs Zusehen, für euren Support. Immer schön dranbleiben. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund. Ich bin für heute raus, euer Don. Ciao. Ciao. So, wo ist hier eine Kneipe?